Hörverstehen 1. Das Tutorium. Aufgaben 1 bis 8. Sie sind bei einer Bushaltestelle und hören ein Gespräch zwischen einem Studenten und einer Studentin. Sie hören dieses Gespräch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 8. Hören Sie nun den Text. Schreiben Sie beim Hören die Antworten auf die Fragen 1 bis 8. Notieren Sie die Stichwörter. Morgen, Marie. Wohin gehst du? Hi, Alexander. Ich gehe gerade zum Spanischkurs. Und du? Ich habe gedacht, dass du auch diesen Spanischkurs belegst, oder nicht? Ja, stimmt. Aber heute nicht. Weißt du, ich muss zwei Arbeiten schreiben und brauche dringend Hilfe von den Tutoren. Das Tutorium findet in dem gleichen Gebäude statt. Wir können zusammen hingehen. Na gut. Ich warte noch auf Sebastian. Er hat mich angerufen und kommt gleich. Ich bin in einem Projekt seine Ansprechpartnerin. Er studiert schon im 4. Semester, aber hat noch kein klares Studienziel. Deshalb rate ich ihm, in die Sprechstunde von Professor Müller zu gehen. Professor Müller arbeitet auch in dem gleichen Gebäude. Ach so, dann können wir beide ihn begleiten. Ich bin ein bisschen neugierig. Sebastian schreibt jetzt auch eine Seminararbeit. Ich und er finden die Betreuung von Professoren wichtiger. Warum möchtest du das Tutorium besuchen? Das ist unterschiedlich. Wenn man das Thema oder die Formulierung nicht bestimmen kann, ist die Beratung von Professoren hilfreich. Aber wenn man über die Einzelheiten in den Arbeiten diskutieren möchte, sind die Ratschläge von Tutoren meiner Meinung nach überlegenswert. Ja, die Tutoren sind doch freundlicher als manche Professoren. Du hast recht. Wenn ich mich entspannt fühle, lerne ich mehr im Tutorium als in der Sprechstunde. Der Tutor promoviert noch und kann sogar einige Kniffe gegen Prüfungsangst vermitteln. Zum Beispiel keine Nachtarbeit vor Prüfungen, die Reihenfolge für Bücher lesen und so weiter. Ich habe jedes Mal ein klares Ziel. Diesmal, nämlich für das Arbeitsschreiben, muss ich mich auf die Recherche der Fachliteratur konzentrieren. Wie schön. Leider habe ich keine Zeit für ein solches Tutorium. Ich muss mich auf die Jura-Klausur am Donnerstag vorbereiten. Ich habe gehört, du nimmst an einer Lerngruppe teil. Wann trefft ihr euch? Wenn ich nicht beschäftigt bin, kann ich doch mit euch die Erfahrungen teilen. Super. Ich glaube, die Inhalte von unserer Lerngruppe sind ein bisschen ähnlich wie ein Tutorium, aber vielleicht noch vielfältiger. Jeder Teilnehmer will anderen bei den Lernschwierigkeiten helfen und kann auch Tipps von den Erfahrenen bekommen. Ich glaube, Sebastians und deine Erfahrungen können allen beim Arbeitsschreiben helfen. Dann schlage ich vor, dass das nächste Treffen der Lerngruppe an diesem Samstag stattfindet. Nach der Diskussion können wir kochen und zusammen essen. Abgemacht. Guck mal, da kommt Sebastian. Wir können ihm Bescheid sagen. Hörverstehen 2. Nachhilfe für Hochschullehrkräfte. Aufgaben 9 bis 18. Sie hören ein Interview mit drei Gesprächsteilnehmern über die Nachhilfe für Hochschullehrkräfte. Sie hören dieses Interview einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 bis 18. Hören Sie nun den Text. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Markieren Sie die passende Antwort. Mitarbeiter der Wochenzeitung Die Zeit haben in der vergangenen Woche eine Informationsreise unternommen und 5 Hochschulen in Bayern besucht. An jeder dieser Universitäten gibt es ein interessantes gemeinsames Projekt Nachhilfe für Lehrer an der Hochschule. Herr Müller, Sie sind der Leiter des Projektes. Können Sie uns das neue Projekt kurz vorstellen? Wie Sie bereits gesagt haben, ist das ein neues Projekt, denn vor 2 Jahren fand eine Wahl zum besten Hochschullehrer statt. Mit den Evaluationsbögen wollten die Veranstalter eigentlich die Favoriten der Studierenden ermitteln. Allerdings haben die Beteiligten viele Einwände eingetragen und diese Kritikpunkte sind schon seit langem auf dem Campus zu hören.
Manche sind offensichtlich auf ineffiziente Lehrmethoden zurückzuführen. Da haben wir beschlossen, den Lehrern Nachhilfe anzubieten. Ich glaube, für ein solches Projekt muss man sich auf die Teilnehmer konzentrieren. Aber die Lehrenden auf dem Campus stehen immer unter Zeitdruck. Ja, das stimmt. Deshalb sind die neuen Lehrkräfte verpflichtet, besonders die bei der Evaluation schlecht bewertet wurden, das Projekt mitzumachen. Das liegt daran, dass mit dem Anstieg der Studentenzahl sowie der Lehrveranstaltungen das persönliche Gespräch mit dem jeweiligen Dozenten fast unmöglich geworden ist, weil es heute sehr personal- und zeitaufwendig wäre. Unser Projekt kann sich an alle Interessierte wenden und mehr Effekte bringen. Frau Hofer, dem Evaluationsergebnis zufolge wurden Sie im letzten Semester relativ gut bewertet, aber Sie haben trotzdem auch an dem Projekt teilgenommen. Warum? Ich muss zugeben, ich freue mich sehr über das Ergebnis der Bewertung. Das liefert neue Anreize, meinen Unterricht systematisch zu organisieren. Ich leite erst seit einem Jahr eigenständig ein Wahlfach für Kunststudenten und möchte dringend noch mehr didaktische Methoden beherrschen. Das Projekt ist meines Erachtens eine ausgezeichnete Chance zur beruflichen Weiterentwicklung. Welche konkreten Verfahren haben Sie dabei erlernt? Vor allem die richtigen Kontakte mit den Studierenden zu knüpfen, die zielstrebig und hoch konzentriert sind. Zum Beispiel, wie kann man Smartphones für große Lehrveranstaltungen nutzbar machen? Man kann die Studierenden während der Veranstaltung Multiple-Choice-Fragen auf ihrem Handy beantworten lassen. Wenn dann ein gewisser Prozentsatz der Studierenden geantwortet hat, werten wir die Ergebnisse aus. Man erkennt dann, ob man noch einmal auf das Thema eingehen sollte. Die meisten im Hörsaal können auf diese Weise dem Referenten besser folgen. Das hat es während meiner Studienzeit nicht gegeben. Professor Müller, halten alle Teilnehmer das Projekt für wichtig, so wie Frau Hofer? Nein, natürlich nicht. Lehrkräfte an der Hochschule übernehmen doppelte Aufgaben in Forschung und Lehre. Wenn die Forschung Vorrang hat, wollen einige weniger Zeit dem Projekt widmen. Trotzdem interessieren sich immer mehr Leute für das Projekt. Die Befürworter sind der Auffassung, nur mit hochqualifiziertem Nachwuchs wird die Forschung auf dem Campus immer kreativer. Kann das Projekt hilfreich sein, den Stoff auf das Niveau der Studierenden anzupassen? Das kann sein. Die Multiple-Choice-Fragen, die Frau Hofer eben genannt hat, sind doch eine Art mündliche Umfrage. Wir müssen die Schüler am Umgang von der Schule zur Universität einfach noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen und vor allem für sie ansprechbar sein. Damit die Studienanfänger schnell auf einen einheitlichen Wissensstand gebracht werden können, bieten wir Vorkurse für Hochschullehrkräfte an. Die Hochschullehrer sollten durch das Projekt lernen, auf praktische Art und Weise einen gleichmäßigen Stand der Vorbereitung zu erreichen. Deswegen ist das Rollenspielen eine angemessene Art der Vermittlung. Wenn die Kursleiter eine zu theoretische Nachhilfe erhielten, könnten sie sich die Sorgen der Studierenden nicht gut vorstellen. Beim Rollenspielen, entweder als Lehrende oder als Lernende, können die angehenden Kursleiter beim Zusammenspiel lernen, die Reaktionen der Zuhörer besser zu beobachten und das Sprechtempo zu regulieren. Frau Hofer, wie gehen Sie damit um, wenn Sie von Studierenden negatives Feedback bekommen? Am Anfang des Projekts haben wir die typischen Vorwürfe kennengelernt, weshalb die meisten Studierenden unzufrieden sind. Wie zum Beispiel mangelnde Kontaktfreudigkeit, zu theoretische Vermittlung, keine objektive Evaluation und so weiter. Es wird uns bei diesem Nachhilfeprojekt auch vermittelt, wie man solche Sachen rational überwinden kann. Es wäre denkbar, verschiedene Verfahren in der Praxis anzuwenden und die Zufriedenheit aller Beteiligten zu erhöhen. Hörverstehen 3. Ich suche nichts, ich finde. Kreativität. Aufgaben 19 bis 25. Sie hören einen Vortrag von Frau Professor Müller über das Thema Kreativität.
Sie hören diesen Vortrag zweimal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 19 bis 25. Hören Sie nun den Text ein erstes Mal. Beantworten Sie beim Hören die Fragen 19 bis 25 in Stichworten. Als Pablo Picasso einmal gefragt wurde, woher er seine Ideen bezieht, antwortete er: Ich suche nicht, ich finde. Schon diese Antwort beschreibt den unfassbaren Moment der Kreativität. Heute wird mehr Kreativität sowohl an Schulen als auch in der Wirtschaft gefordert. Was wir morgen wissen werden, wird zu 80% eine Erweiterung des heutigen Wissens sein. 20% des zukünftigen Wissens, die wir heute noch nicht einmal erahnen, können einen enormen Einfluss auf unser späteres Leben haben. Wir müssen daher den Leuten erlauben, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie interessieren. Solche kreativen Freiräume können immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern bieten. Sie haben erkannt, dass das Unerwartete und Kreative dann passiert, wenn die Menschen herumspinnen dürfen. Das war schon immer das Konzept der Grundlagenforschung in Deutschland. Zum Beispiel können Grundlagenforscher völlig frei arbeiten, um Wissen und Erkenntnisse im Rahmen der Chemie beziehungsweise gewisser Bereiche der Chemie zu erweitern. Das hat den Effekt, dass heute Industrien auf der ganzen Welt nach Verfahren arbeiten, die von deutschen Forschern gefunden wurden, und man erkennt daraus, dass dieses scheinbar voraussetzungslose Prinzip in der Praxis doch großen Nutzen bringen kann. Kognitionspsychologen beschäftigen sich seit einigen Jahren mit Bedingungen, die solch kreatives Denken stimulieren. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass eine Nacht drüber schlafen entscheidend für die Problemlösung ist. Die Erklärung fährt allerdings anders als allgemein angenommen aus. Das Gehirn arbeitet nachts weder heimlich weiter, noch sucht es nach der richtigen Lösung. Es ist vielmehr so, dass man über Nacht die falschen Lösungswege vergisst und am nächsten Morgen nahezu unbelastet von vorn anfängt. Das kommt natürlich Forschern zugute, die sich in eine These verbissen hatten und nicht vorwärts kommen. Zum einen muss es eine Atmosphäre der Offenheit geben, es muss möglich sein, Dinge in Frage zu stellen. Man darf also niemanden unterdrücken, der eine freche Hypothese hat, die vielleicht auf den ersten Blick unsinnig ist, aber sich unter Umständen als genau der richtige Weg erweist. Zum anderen gibt es Forscher, die festgestellt haben, dass Forschung Teamarbeit ist, wobei sich einfach mehrere Wissenschaftler gegenseitig inspirieren müssen. Das geht am besten, wenn die Gruppe mit Forschern aus unterschiedlichen Fachbereichen besetzt ist. Die Kreativität selbst kann man als ein Ensemble von 4 verschiedenen Faktoren sehen. Diese sind Begabung, Motivation, Persönlichkeit und Umgebung. Der 2. Faktor, die Motivation, ist das Interesse an der Sache selbst. Das sieht man bei allen großen Künstlern, Wissenschaftlern, Wirtschaftsmagnaten und Politikern. Dies bedeutet, dass man sich einer Sache widmet, nicht weil man berühmt werden will oder weil man Geld verdienen will, sondern weil es einen auch selbst interessiert und nicht mehr loslässt. Die Widerstandsfähigkeit stellt die wichtigste Eigenschaft beim 3. Faktor, der Persönlichkeit, dar. Denn wirklich jeder, der kreative Produkte schaffen will, muss auch immer mit Enttäuschungen rechnen und diese auch ertragen können. Aber gerade die in der Kreativitätsforschung immer vorangestellten Eigenschaften, Flexibilität, Originalität und Liberalität, stehen doch häufig sehr stark im Widerspruch zu klar strukturierten Arbeitsformen. Als 4. Faktor können gute Umgebungsbedingungen betrachtet werden. Das Vorhaben von einer kreativen Person oder jemandem, der kreativ sein will, muss erstmal unterstützt werden,
sodass die richtigen Arbeitsfelder gefunden werden und so weiter. Allerdings haben Forscher auch nachgewiesen, dass besonders kreative Menschen häufig auffällig unsoziales Verhalten an den Tag legen. Vincent van Gogh, Albert Einstein oder Isaac Newton waren ebenfalls für ihre psychotischen Züge bekannt. Sie waren reizbar, misstrauisch, bisweilen unnahbar, dabei auch ängstlich, humorlos und sie trugen unangebrachte Kleidung. Wer ungewöhnlich denkt, verhält sich unter Umständen eben auch ungewöhnlich. Ergänzen Sie jetzt Ihre Stichwörter. Sie hören jetzt den Text ein zweites Mal. Sie haben nun 10 Minuten Zeit, um Ihre Lösung auf das Antwortblatt zu übertragen. Als Pablo Picasso einmal gefragt wurde, woher er seine Ideen bezieht, antwortete er: Ich suche nicht, ich finde. Schon diese Antwort beschreibt den unfassbaren Moment der Kreativität. Heute wird mehr Kreativität sowohl an Schulen als auch in der Wirtschaft gefordert. Was wir morgen wissen werden, wird zu 80% eine Erweiterung des heutigen Wissens sein. 20% des zukünftigen Wissens, die wir heute noch nicht einmal erahnen, können einen enormen Einfluss auf unser späteres Leben haben. Wir müssen daher Leuten erlauben, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie interessieren. Solche kreativen Freiräume können immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern bieten. Sie haben erkannt, dass das Unerwartete und Kreative dann passiert, wenn die Menschen herumspinnen dürfen. Das war schon immer das Konzept der Grundlagenforschung in Deutschland. Zum Beispiel können Grundlagenforscher völlig frei arbeiten, um Wissen und Erkenntnisse im Rahmen der Chemie bzw. gewisser Bereiche der Chemie zu erweitern. Das hat den Effekt, dass heute Industrien auf der ganzen Welt nach Verfahren arbeiten, die von deutschen Forschern gefunden wurden, und man erkennt daraus, dass dieses scheinbar voraussetzungslose Prinzip in der Praxis doch großen Nutzen bringen kann. Kognitionspsychologen beschäftigen sich seit einigen Jahren mit Bedingungen, die solch kreatives Denken stimulieren. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass eine Nacht drüber schlafen entscheidend für die Problemlösung ist. Die Erklärung fährt allerdings anders als allgemein angenommen aus. Das Gehirn arbeitet nachts weder heimlich weiter, noch sucht es nach der richtigen Lösung. Es ist vielmehr so, dass man über Nacht die falschen Lösungswege vergisst und am nächsten Morgen nahezu unbelastet von vorn anfängt. Das kommt natürlich Forschern zugute, die sich in eine These verbissen hatten und nicht vorwärts kommen. Zum einen muss es eine Atmosphäre der Offenheit geben, es muss möglich sein, Dinge in Frage zu stellen. Man darf also niemanden unterdrücken, der eine freche Hypothese hat, die vielleicht auf den ersten Blick unsinnig ist, aber sich unter Umständen als genau der richtige Weg erweist. Zum anderen gibt es Forscher, die festgestellt haben, dass Forschung Teamarbeit ist, wobei sich einfach mehrere Wissenschaftler gegenseitig inspirieren müssen. Das geht am besten, wenn die Gruppe mit Forschern aus unterschiedlichen Fachbereichen besetzt ist. Die Kreativität selbst kann man als ein Ensemble von 4 verschiedenen Faktoren sehen. Diese sind Begabung, Motivation, Persönlichkeit und Umgebung. Der 2. Faktor, die Motivation, ist das Interesse an der Sache selbst. Das sieht man bei allen großen Künstlern, Wissenschaftlern, Wirtschaftsmagnaten und Politikern. Dies bedeutet, dass man sich einer Sache widmet, nicht weil man berühmt werden will oder weil man Geld verdienen will, sondern weil es einen auch selbst interessiert und nicht mehr loslässt. Die Widerstandsfähigkeit stellt die wichtigste Eigenschaft beim 3. Faktor, der Persönlichkeit, dar. Denn wirklich jeder, der kreative Produkte schaffen will,
muss auch immer mit Enttäuschungen rechnen und diese auch ertragen können. Aber gerade die in der Kreativitätsforschung immer vorangestellten Eigenschaften, Flexibilität, Originalität und Liberalität, stehen doch häufig sehr stark im Widerspruch zu klar strukturierten Arbeitsformen. Als vierten Faktor können gute Umgebungsbedingungen betrachtet werden. Das Vorhaben von einer kreativen Person oder jemandem, der kreativ sein will, muss erstmal unterstützt werden, sodass die richtigen Arbeitsfelder gefunden werden und so weiter. Allerdings haben Forscher auch nachgewiesen, dass besonders kreative Menschen häufig auffällig unsoziales Verhalten an den Tag legen. Vincent van Gogh, Albert Einstein oder Isaac Newton waren ebenfalls für ihre psychotischen Züge bekannt. Sie waren reizbar, misstrauisch, bisweilen unnahbar, dabei auch ängstlich, humorlos und sie trugen unangebrachte Kleidung. Wer ungewöhnlich denkt, verhält sich unter Umständen eben auch ungewöhnlich. Mündlicher Ausdruck. Aufgabe 1. An Ihrer Hochschule wird ein Nachhilfekurs für ausländische Studienanfänger gestaltet. Sie interessieren sich für diesen Kurs und rufen das Akademische Auslandsamt an. Stellen Sie sich vor. Sagen Sie, wer Sie sind und warum Sie anrufen. Erkundigen Sie sich nach Einzelheiten zum Nachhilfekurs. Studentenwerk, Müller. Aufgabe 2. Ihr Freund Markus erzählt Ihnen, dass das Studium in Deutschland gebührenfrei ist. Er interessiert sich für die Studienfinanzierung in Ihrer Heimat. Sagen Sie Markus, wie viel Geld die Studenten in ihrer Heimat monatlich aufbringen müssen, wie hoch die Studiengebühren sind, welche finanziellen Hilfen die Studenten bekommen können. Sag mal, wie können die Studenten in deiner Heimat das Studium finanzieren?
Aufgabe 3. In Ihrem Seminar sprechen Sie über das Thema Frauen in Ingenieurwissenschaften. Ihre Dozentin, Frau Dr. Meyer, hat an alle Kursteilnehmer eine Grafik verteilt, die die Entwicklung von den Zahlen der Absolventinnen in Ingenieurwissenschaften zeigt. Erklären Sie den anderen Teilnehmern zunächst den Aufbau der Grafik. Fassen Sie die Informationen der Grafik zusammen. Beschreiben Sie bitte die Grafik. Aufgabe 4. Heutzutage haben viele Studenten keine Zeit für Nebenfächer und Auslandssemester, denn die Regelstudienzeiten bringen schweren Leistungsdruck. In einer Diskussionsveranstaltung geht es heute um die Reform der Studiengänge. Ein Kommilitone schlägt vor, dass die Ferienzeit von 5 Monaten auf 1 Monat verkürzt werden sollte, damit die Studierenden in dieser Phase das Auslandssemester absolvieren können. Sie möchten sich zu diesem Thema äußern. Die Gesprächsleiterin, Frau Dr. Ammer, fragt Sie nach Ihrer Meinung. Nehmen Sie Stellung zu diesem Vorschlag von kürzeren Ferien. Wägen Sie die Vorteile und Nachteile ab. Begründen Sie Ihre Zustimmung oder Ablehnung.
Was meinen Sie zu diesem Vorschlag? Aufgabe 5. Ihre Freundin Susanne hat bald eine mündliche Prüfung. Sie hat den Inhalt schon gut vorbereitet, aber macht sich noch große Sorgen darum, dass ihre sprachlichen Probleme den Ausdruck negativ beeinflussen und schlechter Eindruck hinterlassen können. Susanne fragt sie, ob sie diese Prüfung ein Semester verschieben sollte. Sagen Sie Susanne, welchen Rat Sie ihr geben würden. Wägen Sie die Vorteile und Nachteile der beiden Möglichkeiten ab. Begründen Sie Ihre Meinung. Was meinst du? Soll ich diese Prüfung verschieben?
Aufgabe 6. Im heutigen Seminar geht es heute um die Veränderung der staatlichen medizinischen Versorgung. Dazu verteilt der Dozent Tröger eine Grafik, die die Doktordichte in Deutschland zeigt. Herr Tröger bittet Sie, Ihre Überlegungen zu Gründen für diese Entwicklung und mögliche Folgen vorzutragen. Nennen Sie die möglichen Gründe für diese Entwicklung. Stellen Sie dar, welche Auswirkungen Sie für Patienten und für die Gesellschaft erwarten. Verwenden Sie die Informationen in der Grafik. Können Sie über die Veränderungen der medizinischen Versorgung in Deutschland vortragen?
Aufgabe 7. Ihr Freund Paul kann in den Sommerferien ein Praktikum in Russland machen. Während des Praktikums kann er mit den Kollegen auf Englisch kommunizieren. Paul weiß nicht, ob er vorher einen Russischkurs besuchen soll, um miteinander besser zu kommunizieren. Sagen Sie Paul, was Sie an seiner Stelle tun würden. Begründen Sie Ihre Meinung. Sag mal, soll ich vor dem Praktikum Russisch lernen? Lösungsvorschlag. Aufgabe 1. Studentenwerk. Müller. Guten Tag, Herr Müller. Ich heiße und bin im ersten Semester an der Uni. Ich rufe Sie an, denn ich möchte mich über den Nachhilfekurs informieren. Könnten Sie mir sagen, was ich in dem Kurs lernen kann, welche Lehrmaterialien ich mich darauf vorbereiten soll? Außerdem möchte ich noch gerne wissen, wie ich mich anmelden kann. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Aufgabe 2. Sag mal, wie können die Studenten in deiner Heimat das Studium finanzieren? Ja, Markus, in meiner Heimat China ist das ein bisschen anders als das Studium in Deutschland. Weißt du, die Studienkosten sind sehr unterschiedlich. In manchen Großstädten wie Beijing und Shanghai müssen die Studenten mit verschiedenen Kosten rechnen. Zum Beispiel für Freizeitaktivitäten, ich schätze mal monatlich vielleicht etwa 2000 Yuan. Aber in den kleinen Städten sind die Kosten niedrig, nur die Hälfte, also 1000 Yuan schon genug. Das Studium in meiner Heimat ist auch nicht gebührenfrei wie in Deutschland.
Für die Fachrichtungen wie Kunst, Design sind die Gebühren sehr hoch, über 10.000 Yuan pro Jahr. Aber andere Studiengänge verlangen wenige Gebühren. Aber ich muss dir sagen, dass viele finanzielle Hilfen die Studenten bekommen können. Zum Beispiel Stipendien, staatliche Zuschüsse und so weiter. Aufgabe 3. Beschreiben Sie bitte die Grafik. Die vorliegende Grafik zeigt die Entwicklung von den Zahlen der Absolventinnen in den Ingenieurwissenschaften im Zeitraum von 2000 bis 2010. Hier werden auch die Vergleiche von Frauenzahlen und den Gesamtzahlen der Absolventen dargestellt. Die Daten stammen vom Statistischen Bundesamt. Auffällig entsprechen die Frauenzahlen im Zeitlauf einer wesentlich steigenden Tendenz von 7.552 auf 13.159, also fast verdoppelt. Dagegen schwanken die Gesamtzahlen im Zeitlauf von 39.270 über 36.147 auf 59.249. Von den Vergleichen kann man ausgehen. Im Jahr 2000 entfiel nur ein Fünftel aller Absolventen auf Frauen. Und im Jahr 2010 verändert sich das Verhältnis auf fast ein Viertel. Zusammenfassend kann man sagen, dass immer mehr Absolventinnen Tätigkeiten in Ingenieurberufen übernehmen. Aufgabe 4. Was meinen Sie zu diesem Vorschlag? Ja, ich bin dafür, dass die Ferienzeit von 5 Monaten auf 1 Monat verkürzt werden sollte. Das heißt, die Studenten haben deswegen pro Jahr 4 Monate mehr Vorlesungszeit. Einige Argumente sprechen dafür. Erstens, bei den Regelstudienzeiten leiden alle Studenten zurzeit unter Zeitdruck. Sie müssen in geregelten Zeiten das Studium in Deutschland absolvieren. Wenn sie pro Jahr zusätzliche 4 Monate Studienzeit haben, dann können sie mindestens einmal ein Auslandssemester planen. Mit dem Hintergrund von Auslandsaufenthalt sind sie später auf dem Arbeitsmarkt viel gefragter. Ein weiteres Argument lautet die flexible Gestaltung der Studiengänge. Je mehr Vorlesungszeit die Studenten haben, desto mehr Nebenfächer können sie belegen. Dieser interdisziplinäre akademische Hintergrund begünstigt auch ihre Zukunft. Allerdings machen sich die Gegner große Sorgen darum, dass Studenten sich nicht gut erholen können, wenn die Ferienzeit nur 1 Monat dauert. Außerdem müssen einige Studenten in den Ferien jobben oder ein Praktikum machen. Zu kurze Ferienzeit verursacht langfristige Müdigkeit. Studenten könnten immer unter Leistungsdruck leiden. Aber nach der Abwägung von Vorteilen und Nachteilen möchte ich noch dem Vorschlag zustimmen. Denn die Vorteile sind viel mehr als die Nachteile. Die Studierenden sind jung und belastbar. Durch gute Planung können sie Praktika erledigen. Die wichtigste Sache ist, in der Studienzeit so viel wie möglich erlernen. Deshalb ist die kürzere Ferienzeit unterstützenswert. Aufgabe 5. Was meinst du? Soll ich diese Prüfung verschieben? Ja, Susanne, es wäre besser, diese mündliche Prüfung in diesem Semester zu bestehen. Du hast mir gesagt, du hast den Inhalt gut vorbereitet. Das heißt, alle Einzelheiten und Schwerpunkte hast du schon behalten. Diese Vorbereitung lässt doch die Professoren guten Eindruck hinterlassen. Ja, ich kann verstehen, du hast Angst vor deinen sprachlichen Problemen. Wenn wir Ausländer etwa falsche Redemittel beim Ausdruck benutzen, sind die Missverständnisse nicht vermeidbar. Wenn du die Prüfung verschieben kannst, dann ist der Leistungsdruck sofort weg. Du kannst dich im Moment entspannen, aber nach einem Semester musst du alles nochmal vorbereiten. Dieser Zeitaufwand lohnt sich nicht. Ich möchte dir raten, vor der Prüfung mit einigen älteren Studenten einmal zu üben. Viele Studenten als Hiwi sind sehr nett und geduldig. Sie können die Fehler korrigieren und wichtige Ratschläge geben. Du wirst ermutigt und die Prüfung bestehen. Aufgabe 6.
können Sie über die Veränderungen der medizinischen Versorgung in Deutschland vortragen? Ja, gerne. Bei meinem Vortrag soll ich über das Thema die Veränderung der staatlichen medizinischen Versorgung sprechen. Dazu zeigt die Grafik die Abnahme der Doktordichte im Zeitlauf. Also je ein Arzt behandelt immer weniger Einwohner. Für diese Entwicklung kann man vermuten, dass es immer mehr Ärzte in Deutschland gibt. Dabei soll ich zwei Gründe erläutern. Erstens, immer mehr Deutsche haben schon das Gesundheitsbewusstsein. Deshalb steigt der Arztbesuch im Alltag. Um diese Anforderung zu erfüllen, studieren immer mehr Leute das Medizinstudium. Die Hochschulen erhöhen die Lehrqualität. Wenn immer mehr Studenten das Medizinstudium absolvieren und weiterhin Arzt von Beruf sind, sinkt die Doktordichte nach der Grafik. Zweitens, mit der Globalisierung wollen viele ausländische Ärzte in Deutschland arbeiten. Unter den guten Bedingungen in deutschen Krankenhäusern beherrschen sie mehr Kompetenzen und sie behandeln auch viele deutsche Kranke. Ich nehme an, mit der Abnahme der Doktordichte genießen die Patienten immer bessere medizinische Versorgung. Aber in der Gesellschaft wird ermahnt, dass übertriebene Arztbehandlung die staatliche Versorgung belasten wird. Deshalb sollte man die adäquate medizinische Behandlung regeln. Aufgabe 7. Sag mal, soll ich vor dem Praktikum Russisch lernen? Ja, Paul. Ich glaube, der Russischkurs ist unbedingt wichtig. Du hast mir gesagt, dass du ein Praktikum in Russland machst. Das Praktikum in den Sommerferien dauert 2 Monate, also 8 Wochen, oder? In diesem Aufenthalt kannst du nicht nur Kontakte mit Kollegen, sondern auch mit anderen Russen haben. Du weißt doch, nicht alle Russen sprechen Englisch. Also, Russisch ist schwer, das wissen wir alle. Und nach dem Praktikum hast du vielleicht auch keine Chance, mehr Russisch zu sprechen. Nur denke daran, zu dem Praktikum hast du bestimmt große Lernmotivation, eine schwere Sprache zu beherrschen. Diese Mühe lohnt sich im weiteren Studium. Also viel Erfolg!